Nächster Redner ist Hermann Lipitsch von der SPÖ. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Sie haben ja das angesprochen, den integralen Taktfahrplan, der mit diesem Gesetzestext nun verankert wird. Und Kollege Willi, eigentlich ist mir das egal, ob man eine ganze Seite braucht oder fünf Sätze. Wichtig ist, dass der Kunde davon profitiert. Das hast du ja gesagt und deswegen verstehe ich nicht, warum ihr nicht zustimmt. Denn es ist ganz was wichtig, dieser Taktfahrplan. Wir haben es schon einmal probiert in Österreich, damals unter Herrn Raxler, das ist ja angesprochen worden. Aber es ist einfach nicht weitergegangen und jetzt ist es aber da drinnen. Und wenn wir hernehmen, es steht dann auch klar drinnen, dass jene Verkehrsunternehmen, die diese Knotenanbindungen anbieten, dann auch in der Trassenvergabe bevorzugt werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz was Wichtiges, dass der Kunde die Möglichkeit hat, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Und damit werden wir, glaube ich, als Land der Bahnfahrer auch das weiter ausbauen können, wenn diese Intervalle dementsprechend funktionieren. Und wichtig bei dieser Planung ist natürlich auch der Ausbau der Schiene. Nach der Seite, wie viele Kunden habe ich, was will ich fahren? Und wir haben ja auch hier den ÖBB-Rahmenplan mit über 14 Milliarden Euro für die nächsten 5 Jahre, ist das letzte Mal im Ausschuss endbehandelt. Ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist. Und da möchte ich den Herrn Minister und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern recht herzlich danken, dass es die Möglichkeit gibt, auch dieses Zusammenspiel dementsprechend zu nutzen und hier die Infrastruktur auszubauen, um wer immer darauf fährt, es muss nicht ein Unternehmen sein, auch die Möglichkeit zu schaffen, dass wir ein Angebot legen können, was die Österreicherinnen und Österreicher annehmen. Im Gesetz ist auch der Zugang zu den Serviceeinrichtungen dementsprechend verankert, dass wir auch den Arbeitnehmerschutz in diesem Bereich, weil ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Auf der Eisenbahn ist das eine ganz eigene Geschichte. Und hier muss auch der Arbeitnehmerschutz, wer immer darauf fährt und wer immer darauf arbeitet, gesichert sein. Ich glaube, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und ich möchte alle bitten, dass Sie dem einfach zustimmen. Der Kunde müsse profitieren, das sei wichtig, betont Hermann Lipitsch von der SPÖ.